Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge The Forest mit packender und spannender Action zusammen mit dem Paraderos. Viel Spaß dabei. Ich glaube, das funktioniert, oder, in der Höhe? Siehst du das, was ich mache? Nee, ich bin gerade unterm Haus. Ach so. Und krieg hier gerade Besuch. Ja, der läuft durch. Läuft durch. Dann soll er laufen. Sagt jetzt bestimmt Bescheid. Ich weiß jetzt nur mal, ob das klappt. Warte mal. Feuer sollte ja noch im Freien sein. Oder? Ja. Eins, zwei, drei, vier, machen wir fünf. Erstmal. Ich glaube, dass wir da auch. Ja, ich muss mal. Ob wir hier die Steinlager gegenüber kriegen. Meinst du das so? Ich komme gleich mal gucken. In der Art. Oh, ich höre unsere Nacht. Ich sehe sie schmeißen. Da rennt. Was? Ja, mit Licht. Die sehen uns aber gerade nicht. Anscheinend. Die sind zu blöd. Sei froh. Ja, bin ich auch, ehrlich gesagt. Gar keinen Bock gerade, mich mit denen zu fighten. Bin gerade inspiriert beim Bauen. Der baut hier massenhaft. Und was baust du denn alles hin da unten? Ein paar Lager. Rein theoretisch könnten wir doch echt gemein sein. Irgendwelche Fallen da unten hinsetzen, dass wenn sie meinen, sie müssen von unten kommen, zack, weg sind sie. Die werden nicht mehr von unten kommen können. Ich baue hier nämlich hier, wo man reingehen kann, versuche ich noch eine Wand hinzuziehen. Das geht so nicht, was du gesetzt hast. Aber von der Art auch nicht. Von der Art ja, aber hier gucken über die Balken durch, das ist das Problem. Nach unten? Komplett. Hier nach außen auch. Also ich weiß noch nicht, wie es genau geht. Ich bin da. Dann wird das mit dem Fundament nicht ganz klappen. Ja, doch, wie gesagt, wenn du oben auf der Kante stehen kannst, also auf der Wand, dann wird das, glaube ich, hinhauen. Könnte hinhauen. 100% safe bin ich nicht, aber ich meine das auch genauso gesehen zu haben. Okay. Na toll, wir brauchen Unmengen an Stöcker. Wollen wir erstmal eine Runde schlafen gehen? Es ist schon wieder dunkel. Können wir machen. Ich glaube, ab dem Tag 10 oder sowas kommen diese Bremen. Wer? Drei Beine. Ach so. Ernsthaft? Wo sollen sie kommen? Oh, da laufen sie gerade an uns vorbei. Ja, ich schlaf. Ja, da ist meine Taste. Ich. Ja, jetzt musst du nochmal drücken. Ja, jetzt haben wir's. Ich hoffe, die wecken uns nicht. Nee, perfekt. Ja, wir brauchen 13 Baumstämme, 20 Baumharz habe ich. Baumstämme haben wir massenhaft. Ja. Für den Raum oben meinst du, oder? Ach stimmt, die Baumstämme. Die Baumstämme. Ich weiß gar nicht, wofür die sind. 236 Stöcker brauchen wir nur. Ist ja nicht so viel. Die wachsen hier. Wofür brauchen wir die Baumstämme? Für unsere Wand. Von dem Raum. Ja, korrekt.
Und dann, wenn ich schon mal hier dabei bin, dann gucke ich doch mal glatt wegen der Wand hier unten. So. Dann können wir nämlich hier zubauen. Und die können uns dann mal richtig kreuzweise. Cool, du musst gar nicht hochlaufen, du kannst gleich von unten die Wände bauen. Echt? Ja. Wenn du weißt, wo die Wand war. Weißt du was? Das wird doof aussehen. So, zumindest, ja gut, hier können immer noch Krokodile und mehr Dingsschweine rein. Aber ich glaube, die kommen hier wahrscheinlich so oder so irgendwie rein, wenn die wollen. Okay, du hast Gebäudezerstörung aus. So, jetzt brauchen wir noch mehr Baumstämme. Andere Wagen steht da oben. Ist der voll? Ne, noch nicht ganz, ne? Ist schon Nein. alles eingesammelt? Sieht so aus. Nein. Nicht? Liegen aber auch keine mehr. Doch. Ganz oben? Wo habe ich denn den letzten Baum gefällt, hä? Du fängst an. Ach da liegt noch was. Aber glaube ich nur noch ein Stamm. Ja. Also das Haus wird definitiv nicht das Schönste, aber das Coolste garantiert, wenn wir fertig sind. Mach's doch nicht schlecht. Ich finde es gar nicht schlecht. So, Tür zum Lager ist schon mal da. Perfekt. Ich hoffe nur, wir kommen hier auch noch rein und raus, wenn. Ja, doch. Es ist cool mit dem Lager hier unten. Wir hätten es einfacher und besser auch gar nicht treffen können. Hier sieht von hier unten ein bisschen merkwürdig aus, die ganze Nummer, aber Oh eventuell ja, schon. baue ich hier nochmal ein Fenster rein, dass man auch mal rausgucken kann zur Not. So. Hast du einen Baumstamm zu viel? So. Na, perfekt. Hat ja genau gereicht. Der sieht ein bisschen komisch aus. Ich wäre halt gerne auch hier komplett durchgegangen, aber dann sieht das hier irgendwann komisch aus und unser Fenster würde quasi vom Baumstamm fast verdeckt werden, weil die hier hochwandern. Ja. Müssen wir hier einen Zaun hinbauen oder so, dass hier keiner mehr reinlaufen kann? Kein Krokodil und nichts. Und ein paar Gärten davor. Ja. Der So. hier ist. Alter, ich hab Hunger und Durst. Ich muss mal irgendwas essen gehen. Ach, hier unten hängt ja auch noch jede Menge Krams. Sowas. Ist das denn auch noch gut? Kann man das noch essen? Sieht so komisch aus. Das habe ich erst aufgefüllt vor uns Ja, das mit kann ich meinem auf jeden Fleisch. Fall essen. Hier oben nochmal einen Schluck zu trinken holen. Und ein bisschen Stöcker jagen gehen. Du fällst Bäume, ich jag Stöcker. Sehr schön. Das ist gemein. Obwohl, nee, warte mal. Komm mal, wegen Stöcker, komm mal bitte her. Das machen wir. Wenn wir schon die Chance haben, dann lass uns die zusammensammeln. Haben wir auf jeden Fall deutlich mehr von. Ja, wir müssen eine Runde laufen oder Stöcke sammeln gehen. Ja. Ja, wie gesagt, wenn sie jeder aufnehmen kann, ist es auf jeden Fall schlauer, wenn wir es auch tatsächlich machen. Wo bist du Hier gerade? vorne.
Fast da, wo unser Gestell draußen steht. Hier am Teich. Siehst du meinen Namen nicht? Nein, das ist... Okay. Jetzt kann ich nichts machen, weil ich einen Vogel auf der Hand habe, oder wie? Hau ab, Vogel. Wollen wir mal ein bisschen ins Dickicht gehen hier? Dann hauen wir uns nicht unsere potenziellen Bäume weg. So machen wir so oder so eigentlich, ne? Von daher. Suchen wir kleine Bäume. Warum? Da drüben stehen 3, 4, 5, 6. Ja. Links hätten auch welche gestanden. Ja, noch stehen sie überall. Nimm den Speer am besten, damit musst du nämlich nur einmal hauen. Okay. Oh, ich bin voll. Hier liegen auf jeden Fall noch jetzt 3 Stück für dich. Auf dem Weg. Wie viel kannst du noch? Ich habe 16. 16, ja, dann hier den einen hier noch. Zack. Dein Name hat die gleiche Farbe wie der Himmel in dem Spiel. Deswegen, also wenn du weiter weg bist. So, jetzt müsstest du alle haben. Ist der blau? Deiner ist weiß. Ach so, ja, der Himmel ist weiß. Der war gut von mir. Ich denk's auch gerade. Nehme ich auch gleich mal die beiden Baumstämme mit, wenn ich hier schon mal lang laufe. Ich werde auch gleich mal Damage anmachen, dass wir den einen kaputten oder verbuggten Wagen da mal wegkriegen. Der nervt ein bisschen. Dann baue ich mal das erste Steinlager voll, dann können wir nämlich schon mal Steine sammeln. Ja, ein Stocklager. Hast du die großen hingebaut, oder? Ja, sicher. Stocklager. Auch hier unten oder oben? Oder also wollen wir komplett alle Lager hier unten reinballern? Mach unten komplette Lager, oder? Ja, dann können wir hier, wenn wir was brauchen, immer hier. Ja. Wir können uns auch noch dann, wenn wir irgendwo Platz haben, den Gang nach hier unten bauen mit einer Treppe, dass wir nicht raus müssen, dass wir von oben hier runterkommen. Müssen wir nur gucken, wo wir das platzieren. Gut, dann bauen wir noch ein paar Stocklager und sowas. Diesen hier. Stocklager. Die können wir, glaube ich, einfach mal hier hin. So, eigentlich haben wir hier Platz, dann bauen wir mal hier weiter. So. Mal schön, dass man hier noch durchlaufen kann. Alter, selbst da kann man große von bauen. Ja, von der Stocklage, ja. Das wusste ich auch noch nicht, dass man die in groß baut. Jetzt hast du es klein gemacht. Klein, groß. Stocker. Ich will nicht wissen, Und wie so viele Stöcke da rein. Vorratskisten. Ja. Das Lustige ist nur, wir müssen die Scheiße erstmal irgendwann zusammengebaut bekommen. Das geht schon. Alter, ich übertreibe ja auch wieder gar nicht. Nein. Wir doch nicht. Wie kommt man da nur drauf? Müssen wir mit irgendwas verwechseln. Irgendwas hat mich. Schwein oder ein Krokodil? Bin oben. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 oder. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Was haben wir noch für Lager? Wir haben Baumstammlager, Steinlager, Bin am Stocklager. Verdursten, deswegen. Sprengstofflager, Schränke, Felllager und Knochenkorb. Felllager baue ich auf jeden Fall auch mit hier unten hin. Ich war am Verdursten, deswegen. Ah ja, das erklärt einiges.
Hier kommt schon wieder so ein kleines Viech. Überleg dir. Arbeite dich zu Rippchen.